Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Dienstag beim Petersberger Klimadialog hat die Kanzlerin noch davon schwadroniert, dass man beim Klimaschutz Verantwortung übernehmen muss. Am Mittwoch hat die Umweltministerin dann zugegeben, dass man in der nächsten Legislaturperiode den Deckel von 45% Ausbau der erneuerbaren Energien wegnehmen muss, um den Klimaschutz zu erreichen. Und heute, zwei Tage später, beschließen wir ein erneuerbares Energiengesetz, das nach Einschätzung aller Experten eben diesen Klimaschutz nicht erreichen kann. Und wissen Sie, Herr Gabriel, wenn Sie davon reden, dass wir in der Vergangenheit schon immer davor gewarnt haben, dass Sie sich zur Abrissbirne der erneuerbaren Energien entwickeln und dann behaupten, dass da nichts passiert ist, dann ist es gegenüber all den Menschen, die ihre Arbeitsplätze verloren haben, einfach schlichtweg zynisch. Wenn Herr Pfeiffer und die CDU davon sprechen, dass nichts passiert ist, aber wenn die Sozialdemokraten davon sprechen, dass nichts passiert ist, wenn fast 40.000 Menschen ihre Arbeitsplätze verloren haben, dann ist das nicht nur eine Frechheit gegenüber dem Klimaschutz, dann finde ich das eine Armutserklärung für Sozialdemokraten. Und deshalb hören Sie auf, davon zu sprechen, dass hier nichts passiert wäre. Und nachdem Sie die Bioenergie bereits gestoppt haben, nachdem Sie die Photovoltaik in den Bankrott getrieben haben und Unmengen Menschen in die Arbeitslosigkeit getrieben haben, jetzt nehmen Sie sich entsprechend die Windkraft vor, die letzte verbleibende erneuerbare Energien, die noch floriert. Und damit Sie sich auch ganz, ganz sicher sein können, dass Sie die auch noch platt machen können, haben Sie sich insgesamt allein für die Windkraft 4 Deckel ausgedacht. Neben dem Gesamtdeckel für die erneuerbaren Energien haben Sie sich noch einen Deckel ausgedacht, haben Sie sich 2 Deckel ausgedacht für die Windkraft auf See. Dann haben Sie sich noch mal 2 Deckel ausgedacht, nur für die Windkraft an Land. Und damit das letzte Rest von Leben, das in der Photovoltaik und in der Bioenergie noch drinsteckt, haben Sie sich noch mal 3 Deckel ausgedacht für die Photovoltaik und dann haben Sie sich noch 2 Deckel ausgedacht für die Bioenergie. Insgesamt 10 Deckel, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zum Stoppen zu bringen. Das ist doch absolut unverantwortlich und ich verstehe nicht, wie Sie als Sozialdemokraten es mitmachen können. Und dann immer, ja selbstverständlich muss der Netzausbau mithalten mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist logisch, das ist richtig. Aber Sie begründen sozusagen den Stopp des Ausbaus der erneuerbaren Energien, den Abbruch in manchen Bereichen, wie zum Beispiel in der Nordsee, wo das bereits die Küstenländer befürchten, das begründen Sie mit Ihrer eigenen Unfähigkeit, weil Sie jetzt schon wissen, dass Sie in den nächsten Jahren nicht in der Lage sind, die Netze vernünftig auszubauen, müssen Sie jetzt bereits Gesetze machen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verlangsamen. Ja, wie wäre es denn, anstatt auf die eigene Unfähigkeit beim Netzausbau zu setzen, mehr auf die eigene Fähigkeit zu setzen und zu sagen, ja, die Netze müssen ausgebaut werden und deswegen strengen wir uns jetzt endlich an. Nämlich, es gäbe da durchaus Möglichkeiten. Es gäbe durchaus Möglichkeiten, die Netze schneller auszubauen. Und es gibt ja auch noch weitere Möglichkeiten. Denn was verstopft denn die Netze? Die Netze werden verstopft unter anderem vom Kohlestrom. Man könnte einfach einen Ausstiegsplan für die Kohle machen. Und dann kommen Sie mal immer mit Ihren Redispatch-Kosten. Mit Ihren Redispatch-Kosten von 1 Milliarde. Bei den Redispatch-Kosten von 1 Milliarde. Wir haben nachgefragt, woher die kommen. Ja, woher kommen die? Die kommen ganz erheblich auch aus den fossilen Kraftwerken. Ja, dann ändern wir halt was bei den fossilen Kraftwerken. Und dann mit Ihren 4 Milliarden, die zukünftig Redispatch-Kosten sind. Ja, die zukünftigen 4 Milliarden, woher kommt denn die Zahl? Wir haben nachgefragt bei der BNetzA. Die BNetzA, ja, die Zahl haben wir uns irgendwie ausgedacht. Es gibt überhaupt keine Vorstellung entsprechend bei denen, woher die Zahl kommt. Also deshalb mal ein bisschen mehr Seriosität in dem Bereich würde dem Ganzen wirklich gut tun. Und wissen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie, wenn Herr Gabriel hier steht und jammert, dass Bürger und Kommunen bis jetzt an der Energiewende verdient haben und der Rest der Menschen das bezahlen müssen, dann stimmt es. Aber wie war es denn vorher? Da haben ganz alleine
wenige Großkonzerne die Leute abgezockt. Und da frage ich mich natürlich schon, was Sozialdemokraten sinnvoller finden, dass weiter vier Großkonzerne, was sie ja entsprechend jetzt wohl vorhaben, nämlich das Ganze ist vor allem Großkonzerne-Rettungsgesetz, ob zukünftig vor allem die Großkonzerne abzocken sollen oder ob wir weiterhin eine Energiewende haben, wo viele Menschen davon profitieren können. Das frage ich mich, was wäre denn da sozialdemokratischer? Und wenn wir beim Mieterstrommodell wären, ja, das Mieterstrommodell muss dringend umgesetzt werden, das ist richtig, aber da haben wir wieder das schöne Modell, da steht die Verordnungsermächtigung drin. Bis jetzt haben wir erlebt, dass bei diesen Verordnungsermächtigungen noch nie was Vernünftiges in dem Bereich rausgekommen ist. Und wir werden euch genau auf die Finger schauen, ob ihr diesmal ausnahmsweise was Vernünftiges macht. Und deshalb, was wir brauchen einen Neustart der erneuerbaren Energien, wir brauchen einen Neustart, wir brauchen eine Energiewende 2.0. Das ist dringend notwendig. Man muss Frau Hendricks da wirklich recht geben. Nach 2017 kommen wir hoffentlich zu einem erneuerbaren Energiengesetz, wo diese Deckel rausfliegen, denn das ist notwendig.